Hallo und willkommen, ich bin's MK3. Wie ihr seht, natürlich ist es wieder Zeit für Blood Bowl 2. Okay, gehen wir direkt los, warten wir da gar nicht länger ab. Wir tun unsere Golden Aleheads wieder in die Schlacht schicken. Gegen da. Dark Elves. Aha. The Lightning Fury. The Dark Elves. Ja, okay. Versuchen wir's. Mal gucken, ob wir nicht einen Arsch aufgerissen kriegen. Aber hey, wir haben eh keine andere Wahl. Auf geht's. And we're off. Problem ist, die haben die Petty-Cash, die Petty-Cash leider hier oben relativ viel bestimmt. Aber wir können uns auch nichts kaufen. Ich meine, ich gebe jetzt nicht extra Geld aus, nur damit ich das einmalig hier, ne, und so. Das macht ja keinen Sinn. Beziehungsweise, ich glaube, das ist noch nicht mal einmalig. Damals war es einmalig. Man musste Geld ausgeben, da hat man für ein einziges Mal hier die Typen gehabt. Aber ich glaube, das... Oh! Interessante Kollegen hier. Aber nein. Einfach weitergehen. Schnell weitergehen. Einfach so Söldner anheuern und so. Muss nicht sein. Well, the blocking dice are warmed up and ready to be rolled. Let's get this show on the pitch. Warten erstmal ab mit dem Deathroller kaufen, weil da müssen wir ja Knete für haben. Und ein Deathroller haben ist eine gute Sache. In dem ersten Spielrunde erstmal ein paar Leute plattfahren damit. Sie perforieren mit den Stacheln. Gute Idee. Good day, Sportsfans. Weather's okay. Some say it's perfect for playing the Blood Bowl. I call it a day. You believe the rumors? That team has spent all their extra time on the training field. They're up for this. Here we go. The players are warming up and are nearly ready. To your predictions, man. Looking at the figures, these teams are balanced. No one having an edge. You can't tell. Once a few murders start to happen, the scales can tip either way fast. Hier, die Elfen sehen alle wie geklont aus. Die können alle nix. Aber interessant, dass wir im Skaven-Stadion hier stattfinden lassen. Was überirdisch ist. Dark Elves. Set up your team. Natürlich. Really violent. Mal gucken. Nee. Die haben alle ganz schön viele Punkte, muss ich mal gerade festhalten. Nur hier, Ruger B macht wieder hier nix. Die sind alle kurz vor Level Up. Das finde ich gut. Das finde ich alle sehr gut. Wir müssten noch ein paar Passspiele machen, womöglich. Er müsste zweimal passen. Da wäre Tomba tatsächlich noch mal Level Up. Da wäre er Level 3. Ach guck, gehen wir mal los. Lass uns wirklich so stehen. Ist die. Ja, doch. Auf geht's zum Elfenbashen. Achso, ich soll noch treten den Ball natürlich. Ich trete mal. Oh, womöglich. Weh, es wird gleich ein Stein an mir geworfen. Ich warne euch. Brilliant Coaching! Both teams get an extra. Okay, wir kriegen alle einen extra Reroll. Okay, läuft. Okay, da bringen sich die, das dunkle Gesocks mal hier in Stellung. Ja, komm, kommt ruhig näher. Kommt alle noch näher. Ich sehe jetzt schon, komm, die werden womöglich ständig mir aus dem Nahkampf rauslaufen können und ich kann nichts dagegen tun, weil die ständig weglaufen von mir. Es sei denn, meine Typen haben alle Tackle, weil dann bringt den. Wobei, haben Dunkelelfen Dodge, ist die Frage. Nein, haben sie nicht. Block haben sie teilweise. Der Assassin muss weg. Ich glaube, der Assassin muss wirklich weg. Der Attentäter von denen ist mir zu gefährlich. Nicht, dass er noch Norman abmurkst, das muss nicht sein. What next? Oh, natürlich, natürlich. Shit. Frenzy, ja, Frenzy für den Arsch. Gibt nix. Warte, der Assassin läuft weg, wirklich?
Na gut, wenn er danach natürlich hinterrücks jemanden abmurksen will, macht das vielleicht sogar Sinn. Komm, jetzt beim Weglaufen erschlagen und... Nein. Mit dem anderen vielleicht. Tja, ne? Witch Elf. Also ich schlage ja keine Frauen. Aber weißt du was? Das ist ein Zwerg. In dem Falle. ich hab Block, du nicht. Na, so ein Pech. Tja, das war die erste Aktion und die letzte Aktion von dem Witch Elf. Schon mal K.O. geschickt, das ist schon mal wunderbar. Am besten, wir gehen jetzt direkt mit... Wobei, ich muss aufpassen. Ich muss sehr aufpassen. Die Typen, die sind dafür prädestiniert, sich einen Ball zuzuschicken, womöglich hier durchzulaufen. Also muss ich alles dafür tun, damit das genau nicht stattfinden kann. Okay. Das war mein Blitz, aber die musste weg. Die musste weg. Du geh bitte nach ihm. Wir machen das jetzt ein bisschen spinnennetzmäßig. Bestimmt finden die Dunkelelfen das auch noch toll, aber ja. Vielleicht mal überall eine Zwergendeckung hier am Start bringen. Wie habe ich jetzt hingeschickt? Dich? Okay, dann gehst du nach hier. Okay. Die Blitzer sollen erstmal frei bleiben, deswegen gehen die noch nicht mit denen in Nahkampf. Die brauche ich vielleicht gleich noch. Und die Runner bleiben erst noch ein bisschen weiter hinten. Falls ich Eingreiftruppen brauche, brauche ich die auf jeden Fall irgendwo rumstehend hier. Und ich glaube, die Blitzer hole ich sogar noch ein Stück zurück, weil die Elfen sind mir zu schnell. Die Elfen sind mir sonst zu schnell. Ne, nicht so weit. Na da, nach hier. Das sieht okay aus. Ha! Ein Zwergenbollwerk! Was schon ein Riesenlöcher hat, wie es aussieht, aber okay. Okay, der kommt zum Assassinen rübergelaufen. Gute Sache, gute Sache. Das heißt, man, der. Mal gucken. Der war ja noch frei, okay. Das heißt, man hier die. Der wird einen Block wahrscheinlich auf ihn hier werfen. Versuch's ruhig, du. Oh, nein, der! Oh, Flip. No! Also die Absätze von dem Elf ins Gesicht gekriegt. Wer ist. Na, ist nicht K.O. Ist nicht K.O. Alles ist gut. Alles ist gut. Hier vorne muss ich eigentlich was tun, aber bevor wir das machen, der Blitzer kümmert sich erstmal um ihn. Und zwar stellt sich einfach nur dahin. Der stellt sich einfach nur dahin, guckt ihn mal sich genauer an und sagt dann: Ja, deine elfische Hackfresse kann ich nicht leiden. Die hau ich gleich ein. Gut. Du, junge Blitzer, gehst mal nach hier, Fahrzeichen. Reicht das für irgendwas? Wir haben einen Würfel auf dich nur. Das ist doof. Wir haben aber keine großartigen Alternativen hier am Start. Was hat, mach das mal. Wir müssen hier oben mal ein bisschen durchkommen. Wenn wir den nämlich umgehauen kriegen, kann man den auch noch mit umhauen. Oh, Zucker. Mach einen Toast. Bleib bitte stehen. Nichts passiert. Wie ja schon am Eingang gemeint, wir sehen jetzt nur dann eine Nahaufnahme, wenn Armor Breaks sind, das heißt, wenn irgendwas Schlimmeres passiert. Nicht nur so wie, oh, er wird durch die Landschaft geschubst. Sondern nein, da muss schon was Schlimmeres passieren, wenn wir was sehen. Animation erkennen. Du hast keinen Block. Du Elf. Stunt. Gut. Jetzt natürlich für mich die große Preisfrage. Wollen wir uns hier noch ein bisschen mehr engagieren, um es kaputt zu schlagen? Wahrscheinlich schon. Aber bei ihm stehe ich jetzt doch. Wir müssen stellen uns jemand dahin. Norwin, mach die Sache mal klar. Du stellst dich mal hier im Weg und sagst, nope, du kommst nicht vorbei. Und jeder andere Zwerg, der jetzt einen Elf im Nahkampf hat, haut einmal drauf. Du, wir fangen am besten hier an. Nee, warte mal. Wir fangen am besten hier an, weil hier ist die Sache gefährlich, ja? Hau ein, ein Wurfel ist scheiße, aber wenn wir Glück haben, bashen wir den absoluten Gehirse aus dem Kopf. Follow, bitte. Next. Na gut, darüber. Das Einzige, was passieren kann, nur ein einziges Würfelergebnis kann mir gefährlich sein. Nur ein einziges, und das ist der Totenkopf. Aber weißt du was, den lasse ich erstmal gar nicht zu hier. Den lasse ich erstmal gar nicht zu. Follow mal bitte. Und auch du schubst den vielleicht nur. Nein, Double Down, und das ist für den Elfen Down.
Gut, 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 gut. Und du, weil, ne, wir kämpfen gegen Elfen, deswegen stell dich ruhig mal bis nach hier. Sicher ist sicher. Falls einer durchbricht, dass ich jetzt jemanden ein bisschen intercepten kann, auch wenn es nur ein... Ja, auch wenn es nur Brownie ist, hm? Trotzdem, du bist ein Zwerg, du schaffst das. Da steht das Gesocks wieder auf. Oh, weil der Computer ist so nappig teilweise. Er meint, er müsste Dorme zuerst sich bewegen. Wenn ich jetzt den gekriegt hätte und den geklatscht hätte und auch den Reroll verkackt hätte, dann, mein Gott, das hätte ich da anstellen können mit dem. Mit den restlichen vor allem hier, die so scheiße stehen. Das machst du jetzt nicht nochmal. Weh dir. Ah, Norwin, du stehst da drüber. Du stehst definitiv da drüber. Hoppen! Yes! Brech ihm die Innereien! Oder die Innereien vor allem. Brech ihm die Innereien! Wait. Die Knochen meine natürlich. Die Innereien auch, wenn es sein muss. Ich glaube, du hast Block. Du kannst den Elfen kaputt schlagen. Aber der hat auch Block, bist du. Dann gucken wir erstmal, was wir am besten die machen können. Du blockst immer noch diesen Elf. Am besten stellst du dich hier hin, dass kein Wurf stattfinden kann. Zumindest nicht, ohne dass ich intercepten kann ein bisschen. Okay. Ja, stell dich mal nach, bitte nach hier. Weil es, glaube ich, keine gute Idee gerade war, aber wir machen es trotzdem. Nee, stopp, stopp, stopp. Bevor wir jetzt hier die Blocks anfangen zu schmeißen, erstmal die alle aufstehen lassen. Blitze ich den Typen sofort? Ja. Norwin, mach mal aus dem Typen einen... Oh, hack ihn mal um, Junge. Frenzy, komm, gib ihm. Ja, nix mehr mit Spielerei. Oh. K.O. Ein Blocker, raus aus dem Spiel. Gut, 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 gut. Jetzt könnte sich Toomra sich hiermit beistellen und Toomra hat Block, was nicht verkehrt wäre. Wir haben mal einen Blitzverbrauch. Du bist Longbeat, du gehst auf jeden Fall mit ihm hier mal vorne hin. Und er stellt sich mal auf die Seite hin. Ich breite das erstmal nur vor, vorsichtig, vorsichtig vorbereitet. Und niemand stellt sich sonst neben den. Der ist mir sonst zu gefährlich. Der mit seinem Hinterhals scheißt, da würde ich keinen neben stehen haben, ehrlich gesagt. Oh Mann, wo kann er jetzt langlaufen? Er könnte hier rumlaufen. Hier hinten wieder nicht rumlaufen wollen, das ist zu weit. Das heißt, man würde hier vorne rumlaufen wollen, bestimmt. Dann stellen wir Toomra am besten hier hin. Und es geht weiter mit lustigem Elfenbashen. Ja, da lang und auf die Matte mit dir. Follow. Okay. Dann warte mal hier vorne. Block mal den einen Block auf ihn. Das macht jetzt nicht so viel Sinn, aber machen trotzdem. Ah, so ein Push, egal. Die hängen auf jeden Fall ein bisschen fest. Die kommen so schnell weg. Pride comes before a fall. So, jetzt hat der Assassin auch ein Problem. Er kann jetzt nicht einfach rumlaufen, sondern muss schon einen von dem einen killen, wenn er einen killen will. Und du bleibst erstmal stehen. Du bleibst erstmal da stehen. Das sieht gut aus. Also nicht super, aber okay. Runde 4. The Lightning Furies. Kommt ein Assassinate von ihm gleich angeflogen und bringt mir sofort einen Zwerg permanent um. Step. Failure. Das war der Hinterhalt. Hätte das... Oh mein Gott, er stellt sich hier schon hin. Nö. Okay, wir müssen den Ball-Carrier unbedingt platt hauen. Es steht ein Dunkelelf bei uns hinten drin. Leute! Was macht der Ball-Carrier vorne? Okay, der schubst uns erstmal jemand. Okay, das ist noch nicht so ein Problem. Oh nein. Kann der noch was in Aktion bringen? Ne, der ist aufgestanden. Der ist aufgestanden, der darf eigentlich nichts mehr tun. Er blitzt. Wen blitzt er? Den Blitzer blitzt er. Ne, ist ein Longbeard, ne? Ist egal. Fast. Das heißt, er kann sich aber nichts mehr bewegen und kann, glaube ich, sonst nichts mehr tun. Hm? Gut. Das heißt, du stehst jetzt sehr, sehr vorne. Das ist sehr, sehr schlecht für dich. Aber erstmal machen wir das Wichtigste. Du! Dorthin. Jetzt. Oh, warte mal, ich muss Go for it machen, oder? Ne, läuft. Du stellst dich erstmal bitte hin.
Es ist sehr wichtig, was hier gleich passieren muss. Deswegen alles vorher richtig hinstellen. Ich bin fast geneigt, ihn hier erst anzugreifen, damit er weg ist einfach. Damit er gleich nicht einer wie Norwin daneben steht und gleich gekillt wird. Warte mal, kannst du ihn anblitzen, wenn du hier rundherum läufst? Ja. Okay, dann... Du bist der Runner. Will ich dich daneben haben? Nein, eigentlich nicht. Doch, eigentlich schon. Ich muss mehr Bonuswürfe zusammenkriegen und ich muss hier was neutralisieren. Deswegen stell dich mal hier hin. Wir stellen den Longbeard vielleicht nach hier. Das ist alles im Nahkampf hier. Ich werfe einen Block auf ihn. Nur ein Würfel ist schlecht. Okay, dann bash Norwin, Junge. Hau drauf. Mach ihn nass. Mach ihn richtig nass. Mach ihn ganz nass. Bitch nass. Das ist schlecht, weil jetzt kriegt Frenzy und Sidestep sogar noch. Blöder Hund. Ein Würfel noch, aber wir pusten nicht weiter nach hinten raus. Okay, aber jetzt können wir ihn dafür schlagen. Shadowing Failure und jetzt hauen wir dich dafür hoffentlich kaputt. Oh, das ist nah am kaputt sein. Oh, warte mal, das war ein Fehler, aber egal, komm. Jetzt. KO'd. Shadow Ripper ist KO. Das heißt, der Typ wird uns nicht mehr mit irgendwelchen Instant-Kill-Aktionen mehr auf den Sack gehen können. Weißt du, dann hau du noch den. Wa? Hau doch mal den, wa? Also. Follow? Heißt doch, du bist von der Grenze weg. Und das sieht gut aus. Das sieht nicht super aus, aber okay. Der muss jetzt einmal hier außen rumlaufen und dann kann er den Ball theoretisch schmeißen. Beziehungsweise, du gehst bitte nach hier. Du gehst bitte nach... hier. Falls der nach hier laufen will, nicht runterwerfen will. Weil den Wurf von da hinten nach hier glaube ich nicht, dass er versucht. Hoffe ich. Und ihr haut ihn bitte tot. Tot, bitte. Nein, das ist nicht tothauen. Das ist was anderes als tothauen. Das ist mehr Leute auf den Sack gehen höchstens, aber nicht tothauen. Okay, dann werten wir mal ab. Mal gucken, was passiert. Runde 5. Für die Lightning Fury. Hat einen Scheißname übrigens. Nur Dunkelelfen könnten auf so einen dummen Namen kommen. Ja, dann werft mal Blocks, Jungs, hier vorne, oder? Kriegt einer recht auf den Sack geknallt. Oder werdet einfach, oder haut mir einfach einen Typen um. No, Norwin, mach keinen Scheiß. Ah, ist nur umgetreten worden, das ist kein Problem. Nee. Oh doch. Er basht wirklich meinen Blitzer weg. Aber dafür ist er hat gefollowed. Das heißt, selbst wenn der einen Ball lauten hinschmeißt, steht er nicht mehr passend. Oh, wirklich? Oh, das wäre jetzt cool gewesen, wenn wir den umgehauen hätten, aber nein. Nur ein Würfel, das ist aber wenig. Aber es reicht leider. Es reicht. Auch der liegt einfach nur doof im Dreck. Und der Ballcarrier läuft nach vorne und ist jetzt vollkommen frei, Jungs. Vollkommen frei, habt ihr gehört? Wo ist der Blitzer? Bist du ein Blitzer? Nein. Haben wir keinen Blitzer mehr? Oh mein Gott, du bist der Blitzer. Oh, steh erstmal auf. Stand up. Gut. Die nochmal das angreifen sollen, liegen jetzt alle gerade im Dreck. Seht ihr das? Kann richtig sein? Yep, läuft. Dann. Ja, ich fange hier oben an. Jeder hier muss ja das Hirn bewegen. Der läuft von hier rum und blitzt den dann und hoffentlich haut dann um. So ist der Plan. Das ist Double Down, das reicht. Down, du Elf. So, du gehst auf deiner Seite wiederum hier runter. Komm, wir machen die Sache recht richtig hier. Wir machen es recht richtig, wir stellen ihn zu und hauen ihn kaputt. Wenn es klappt, ist es gleich ein Begräbnis für ihn. Jetzt zwei Würfel gegen ihn. Wir haben keine Wahl, wir haben nichts Besseres gerade. Ich hätte vielleicht aufstehen lassen sollen, aber ist egal. Full Hit. Sidestep, vergiss es, Junge. Follow. Doch. Sidestep weiß natürlich, woanders hinfliegt, aber das ist egal, er liegt schon mal im Dreck, das heißt, man won. Ich laufe direkt hier vorne oben hin. Yeah, steht direkt daneben, soll erstmal ein Elf schaffen, da hinzukommen. Jetzt steht der Rest vorsichtig hier auf. Na komm, steh auf. Und wir hauen erstmal richtig hier ein paar Elfen und fies auf die Mappe. Wie es sich verdammt nochmal gehört. Ich frag mich nur, wo ich anfange. Am besten hier. Egal, wo ich hinhaue, es ist nicht so sonderlich super toll. Das machen wir Reroll, das mache ich jetzt, sehe ich nicht ein.
Oh, flip shit. Egal, das Wichtigste ist passiert. Das Wichtigste ist passiert. Das war jetzt nur eine. Das wäre eine Runde Elfenboxen geworden, sonst. Das ist halt. Das hat halt nicht hingehauen. Naja, was soll's. Das ist jetzt ziemlich beschissen für meinen Typen hier. Und der versucht den Ball aufzuheben und schafft es natürlich sofort. Was ein Beschiss. Und der kriegt einen Blitzer an den Kopf geschmiert. Oh, natürlich. Aber er kann auch nichts mehr tun. Oh ja, schubst mich. Wieso kriegen die so unfassbar hohe Würfel immer? Immer so zwei, drei Würfel hier und ich kriege immer nur einen. Obwohl ich den eben gerade anzahlmäßig ganz klar überlegen war. Oder haben die irgendwelche Sonderfähigkeiten, die ich ja nicht gesehen habe? Verdammten Elfen-Cheater wieder hier. Smells weakness. Okay. Das sieht jetzt nicht so geil aus, aber wir versuchen es trotzdem erstmal. Du stand up. Es ist jetzt nur ein Lineman, der das Ding in der Hand hält. Das heißt, wir bewegen uns erstmal richtig geschickt wieder außen rum. Haben wir irgendeinen Blitzer, der vielleicht. Nein. Weißt du was? Nehmen wir noch. Du bist ein Blitzer, liegst im Dreck, Atemlicht im Dreck. Wo ist der andere Blitzer? Ah, der wird hier unten die ganze Zeit rumgeschubst. Ich kann mich auch gegen die nicht wehren. Nee, das lassen wir mal schön. Dann. Ich tue mich auf Interception hier ein bisschen dazwischen bewegen schon mal. Weil, wenn die so werfen wollen, dass jemand dazwischen steht, wenigstens ein bisschen was kann. Das war ein bisschen weit. Aber egal. Bleib trotzdem mal da stehen. Dann, okay. Wen wollen wir jetzt hier anfangen wollen, um zu ballern? Erstmal hier. Oh, nur ein Würfel. Wirklich? Was zum. Warte mal. Das ist irgendwie Fuddel, oder? Irgendwo ein bisschen, aber komm. Nee, ich bin. Komm, steh erstmal auf. Du hast einen Block. Du wirfst jetzt tatsächlich einen Block gegen den Typen. Und bringst ihn vielleicht um. This is going to be decisive. Stay. Okay, bleib mal da stehen. Du Blitzer. Kannst du den. Nee, kommt da nicht hin. Das ist zu weit. Dann können wir dich nur hinstellen. Dann können wir dich wirklich nur hinstellen, dich oben beitun und dann hauen wir da ein bisschen um uns. Und bevor Norman irgendwas treibt, glaube ich, nur ein Würfel. Are you fucking serious? Ich meine, jetzt haben wir doch reichlich mehr Elfen hier rumstehen als. Zwerge rumstehen als Elfen. Was zum Henker? Welche Fähigkeit ist das bitte? Ist das Sidestep? Irgendwo so Fähigkeit hier haben. Agility 4, ist es das? Nein. Stärke haben sie nicht höher. Was zum Henker passiert hier gerade? Sidestep. Nee, das ist was mit Bewegen, wenn ich den umhauen will. Das ist doch sehr absurd, was hier gerade passiert. Ich blitz den jetzt erstmal, dann kann ich den anderen nachher mich normal hauen, ruhig mit zwei Würfel. Dann kriegen wir erstmal das weniger Dramatische. Full Hit, bewegen wir erstmal ein bisschen weg. Ja, komm, mach einen Sidestep. Du wirst jetzt eh einen auf die Mappe kriegen, Junge. Stunt! So muss es sein. Oh, shit. Oh. Fuck. Jetzt habe ich natürlich niemanden, der direkt da oben neben steht. Going forward machst du nicht. Du stellst dich aber trotzdem hier oben hin. Wir umzingeln den, der wird hier nicht lebendig rauskommen. Und du drehst. Wir haben nur einen Würfel, wirklich. Egal, läuft. Ach ne, beide Block. Nein, der hat keinen Block gehabt, der andere. Gut. Gut, 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 gut. Und hier unten, das versuche ich jetzt gar nicht. Irgendwas muss ich übersehen. Irgendwas muss ich eindeutiges gerade übersehen, dass sie da oben keine Würfel gescheit kriegen. Oder es kann nicht sein, dass. Oh nee. Wirklich. Das ist gestunt. Also jetzt scheiße. Ein Wurf und die Sache ist durch. Ich habe den ersten Punkt verloren. Und wie ich hier die kenne, stehen die ganzen chaoten Typen alle wieder auf. Penner, wie sie sind. Jetzt blitzt er. No! Ab in Dreck, Junge. Shit. Holen. Mist, jetzt hat es geschafft und blitzt natürlich komplett rein. Haut mir den Typen um.
Boah, natürlich auch noch gestunt, natürlich. Okay, jetzt bin ich wenigstens wieder dran. Okay, okay, okay. So, wie viele Würfel habe ich auf dich jetzt? 2. Warum zählen nur 2? Und wie viel hast kriegst du? Du? Huh. Okay. Lass es mal so stehen. Erstmal boxst du ihn hier. Der muss weg. Läuft. Ich habe noch genug Rerolls, deswegen ich kann am langsam anfangen, die zu verballern. Weil wir haben eigentlich halt da drum. Da will ich noch so viel in Dreck schicken, wie möglich ist. Und Norvin wird jetzt endlich hier absoluten Smash mal hinlegen und hoffentlich die Typen zu Brei zerhauen. Das ist nicht Brei, aber er hatte keinen Block, deswegen... Boom! Nein! Oh, ja, nein! Nein. Oh, no, no! Aber das Ding liegt für uns jetzt gut. Das Ding liegt für uns gut. Das, nein, 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 du machst keinen Deutsch da rein. Du machst keinen Deutsch da rein, mach keinen Scheiß. Tombra, kommst du da dran? Going for it. Go for it. Go for it, Tombra. Do it. Do it. Nein! Reroll. True Hand. Wir haben das Ding erstmal in der Hand. Wir haben das Ding in der Hand. Das sieht gut aus, sieht gut aus. Wir könnten zwar das andere gerade in die Hand drücken, damit er loslaufen kann, aber so weit kommen die Zwerge in der Regel ja dann doch schon wieder nicht. Deswegen, wir machen das Gleiche, was die Gegner gerne immer tun. Wir machen einen Cage. Hoffentlich einen guten Cage. Going for it, dann machen wir gleich zuletzt. Machen wir zuletzt den dahin. Und ansonsten gehst du noch hier. Und du boxst den Elfen um. Nein, das ist mir zu knapp. Going for it hier. Ansonsten Pech gehabt. Cage ist komplett. Hau ihn um. Reicht. Reicht mir persönlich völlig. Und bleibt stehen. Ja, ausbaufähig. Ich nehm's. Du hast Block, du hast keinen Block. Kannst du ihn schlagen? Kannst du. Versuch's. Ist ein Runner, ich weiß. Trotzdem, hau drauf. Double down, beide down. Gut. Nicht gut. Aber er ist nur gestunt. Er ist nur gestunt. Nur ein Zwerg. Nur ein Zwerg muss da durch. Nur ein Zwerg muss da wirklich durch. Kann ich überhaupt noch punkten? Kann ich überhaupt noch punkten? Ich hab, glaube ich, noch... Ja, ich habe eine Runde gleich noch. Oh, ich glaube, ich komme da oben gar nicht hin. Fällt mir gerade mal ein. Ich kann unmöglich mit einem Zwerg bis da oben hinmarschieren. Das können nur Elfen. Shit. Aber egal, die haben keinen Score gemacht. Das ist das Wichtige. Und wenn ich danach mit 0-0 hier rausgehe, Hauptsache, ich habe Zwergen eins, Elfen eins Gesicht gehauen. Das reicht mir schon. Oh, jetzt wehe dir. Off. Ah, danke. Push ihn. Dein Blitz ist weg, Junge. Ja, und was machst du jetzt? Letzte Runde! Ist die Frage, wenn ihr maximal laufen könnt... Ne, selbst er kommt da oben nicht mehr hin. Die Runde ist definitiv durch, wir können das nicht mehr schaffen. Habe ich dann doch mich zeitlich ein bisschen vertan hiermit, aber wisst ihr was, ist mir voll egal. Oder kannst du das schaffen noch? Nein. Wir haben jetzt kein Miracle-Play irgendwie noch irgendwo in der Ecke. Wir stellen noch ein paar Typen wieder hin. Und werden jetzt fies auf Elfen eindreschen und hoffen, so viele umzubringen oder zu verletzen wegen Zwergen möglich. Gut. Next. Blitzer. Hm? Full Hit, Junge. Full Hit. Sidestep ist mir egal, was für ein Sidestep du machst. Ich bleib eh stehen. Das war nicht cool. Das war alles aber nicht cool. Stell dich um mit bei, damit Norvin ein bisschen bessere Chancen hat. Hast du bessere Chancen, Norvin? Nö, überhaupt nicht. Du machst es trotzdem. Hau drauf. Ja. Hau ihn um. Yeah, Mighty Blow. Aber noch gestunt. Nur gestunt. Ah. Hm. Schade. Hätte so schön aussehen können. So einen toten Elfen so am Ende. Hm, hätte ich das toll gefunden. Du schubst nur. Okay. Ah, bleib stehen, ist mir egal. Und irgendwelche anderen Elfen hier rumstehen irgendwo gerade. Ne, dann ist die... Komm, du stehst noch auf und dann ist die Runde vorbei. Halbzeit.
0-0, immer noch. Lightning Furious gegen die Golden Airheads. Aha, die Witch... Ich wollte gerade was Verkehrtes fast sagen. Ja, die Witch bleibt mal liegen, die kommt mal so schnell nicht wieder. Ich finde das super toll. Warum zum Henker merkt er sich das nicht, Junge? Bleib doch mal hier. Weißt du, wir saven das jetzt gleich erstmal hier, du nach da, los. Jetzt saven wir das auch mal. Save. Von mir aus. So. Lass mal so stehen. Jo. Nice weather. Tintergast. Okay, jetzt Scatter, die Bälle tun jetzt ein bisschen mehr abweichen, aber sonst klappt die Sache. Immer noch der Elfenkopf. Ich will auch einen Elfenkopf hier rumfliegen haben, Mensch. Einen abgetrennten Elfenkopf am liebsten. Wer soll den Ball nehmen? Wahrscheinlich. Du versuchst aufzuheben und der andere Kollege kriegt ihn danach zugeworfen. Vielleicht sowas. Stell dich jetzt mal dahin. Der Assassin ist wieder da, dass es mich schon wieder ankäst. Um ihn direkt um, können wir nicht, okay. Stell mal jemanden dazu, damit das klappt. Wieso? Weißt was? Ich sehe per se nicht das Problem, dass ich nicht Würfel mehr kriege auf die Typen. Achso, weil die alle abwechselnd sind, oder? Wahrscheinlich, weil so viele die erwischen können. Weißt du was, hier, hau zu, ist mir egal. Hau einfach zu. Naja, ich hab's versucht. Follow. So habe ich jetzt die Sache ein bisschen besser für mich. Aha! Jetzt haben wir den Ziegel durchbrochen. Jetzt hauen wir erstmal ein paar Leute kaputt. Beziehungsweise dahin und nicht hinterherlaufen. Ah, da muss der hinterherlaufen. Mist, hab ich vergessen jetzt mal. Dann... Nein. Hier vielleicht? Ja, gut, weiter geht's. Weiteres... Oh, ja, yeah, ja, yeah, jetzt kommt's. Komm. Follow. Gestunt. Ja. Du kaschst am besten den noch, damit er sich nicht frei rumlaufen kann. Du Blitzer stellst bitte auch hier vorne, damit er nicht einfach rumalbern kann. Wobei, weil ich habe nicht geblitzt. Scheiße. Ich meine, wir könnten jetzt blitzen bei jemandem, das macht keinen Sinn. Erstmal gehst du hier vorne. Hey, ich habe einen Blitz verschwendet. Das ist doof. Short hands. Okay, bleib so stehen. Bleib so schön, wie du bist. Und weißt du was, wir blitzen trotzdem mit dem. Nick bringt zwar nichts, aber bevor ich den nicht benutze, brauche ich ihn dafür. Den Volltreffer. Follow. Gut, das sah schon mal okay ich aus. Jetzt nicht super toll, aber. Hau den auch noch. Weil es ein Elf ist. Doch, du gehst hinterher. Ja, okay. Diesmal versuche ich direkt relativ fix Punkte zu machen. Oh Mann. Sofern es klappt. Weniger auf Elfen einschlagen, wobei. Nein. Weiter auf Elfen einschlagen, aber trotzdem versuchen, tendenziell den Ball langsam auf die Linie zuzutragen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Der Assassin ist immer noch gefährlich. Boah, der Step hat ihn nicht getötet. Aber er hat ihn zumindest betäubt. Gestunt, wie man so schön sagt. Oh, auch du bist leider erstmal im Dreck. Das hätte auch ganz schlimm ausgehen können gerade. Dann hätte ganz schnell zack passieren können und dann wäre er einfach tot gewesen. Deswegen, Vorsicht. Der kommt auf mich zu, aber kann nichts tun. Jetzt brechen sie sich überall gleich durch, wa? Komm, double down, du bist gleich weg vom Fenster. Nein, musst du dich pushen, weil nichts anderes kannst, du Memme. Komm, werd umgehauen. Yes! Verschwendete Rerolls und so was. Komm, mach es. Nein, lässt ihn liegen. Gut. Gut. Du chargst ihn an und haust ihn um wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Machst du das? Der Elf muss weg. Also ein Problem, Elf. Du kannst blocken. Das zählt mich in die Junge. Piss dich. Ja, ist okay. Dann, das war der Stun, das war der Punch dort, den ich unbedingt brauchte. Du machst wieder einen Schritt nach vorn.
Kannst du gute Würfel auf den machen? Ja. Hau ihn. Zwei Würfel kommen. Ja. Oh ja, da. Follow. Das heißt nämlich, auch dich kann ich richtig umbashen, womöglich. Und nur einen Würfel. Ist egal, mach ich trotzdem. Ja, nach da oben. Frenzy und? Yeah! Wenn da mal nicht gleich ein Assassin im Dreck liegt. Zumindest liegt er im Dreck, kann er keinen anderen Blödsinn mehr machen. Hier, die beiden sind jetzt frei. Ich könnte natürlich, dass er hier rüberläuft, nicht ein Passspiel. Nein, 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 wir machen kein Pass. Wir sind Zwerge, wir machen kein Passspiel. Wir versuchen es, aber wir machen keins. Reroll bitte. Nicht wieder einen Totenkopf. Danke. So, wir machen so eine leichte Schneise hier oben hin. Und gehen wahrscheinlich gleich durch mit. Wobei, die können alle aufstehen. Die können alle aufstehen. Das ist alles nicht super. Das ist alles nicht super, das hier. Man sollte auch vermeiden, dass die einfach einen Ball mehr abnehmen können. Nächste Day. Bleibt im Dreck liegen nur. Okay. Bauen wir einen billigen Cage hier vorne auf? Wir bauen auf jeden Fall einen billigen Cage hier vorne auf. Du gehst hier mitten rein. Mit dem Ball. Weil jeder, der mich dran will, muss schon an was vorbei. Außer er hier. Du bist ein neues Problem, ein neuer Problemelf geworden, gerade habe ich gemerkt. Aber ich habe leider nichts, was ich den Weg stellen kann, deswegen. Na gut. Es sei denn natürlich, ich stelle dich nicht dahin, sondern noch hier. Ah, dann steht der da vor. Ja, komm, mach ich trotzdem. Riskant! Der beschissenste Cage aller Zeiten. Na gut, die meisten können jetzt nichts tun. Ich stehe nur auf. Einer von denen kann zwar blitzen, aber das reicht in der Regel nicht unbedingt. Ach, der geht einen Schritt rüber. Okay, dann haut der um mich auf den. Und du stehst auch wieder auf. Aber wenn er so nur aufstehen lässt, dann können die nichts anderes mehr großartig treiben. Deswegen ist das fast wurscht. Und er blitzt auf. Oh, mit zwei roten Würfel. Weißt du was? Oh, nein! Aber ich darf es aussuchen, das bringt mir nichts, weil er wird trotzdem umgehauen. Flip, wieso? Shit, Dreck. Aber ich sag, wo es hingeht. Scheiße. Aber es ist niemand frei. Es ist niemand frei, da dran zu kommen. Oh. Natürlich. Komm, fall hin. Fall hin. Ich sehe schon, was die vorbereiten. Der geht jetzt gleich hin, nimmt den Ball, schmeißt nach da oder irgend so eine Scheiße. Ich sehe da schon wieder hier diese beschissene Elfenstory, die hier läuft. Unser zweiter Runner ist aber noch hier. Der ist noch. Nee, frei ist was anderes, aber. Zwei Würfel machen wir sofort. Erstmal den Ball securen, erstmal den Ball holen. Follow, ja. Okay. Erstmal aufstehen lassen. Bevor ich irgendeinen Blödsinn mache, erstmal aufstehen lassen. Wer ist noch da? Weil ich habe gerade die Idee, dass natürlich er hier sich ein bisschen hier hoch bewegen könnte. Er hat immer einen Block, aber das bringt natürlich nicht so viel. Er muss auf jeden Fall weg. Der Assassine muss weg, egal was ich mache. Aber ich bin fast gedacht, er läuft erstmal nach hier. Der andere wird sich gleich den Ball holen. Wenn alles klappt, ihn hier hochschicken danach. Wenn alles klappt. Ist dead! Ist fucking dead! Shadow Ripper ist dead! Fucking yeah! 2 SP! Das hast du verdient, Norwin. Endlich ist der Typ, der andere umbringt ständig. Selber tot. Gut. Sehr gut. Jetzt musst du nur noch den Ball aufheben. Und weißt du was? Pass den Ball hier hoch. Ne, warte mal. Kannst du den Ball hier hochpassen? Nein? Hä? Doch, du kannst den Ball hier hochpassen. 50% Chance auf Pass. 67% Chance, dass er es überhaupt hinkriegt. Und das ist ein Shortpass. Weißt du was? Yeah. Ja. Oh mein Gott. Wo... Moment, noch nicht. Oh, yes!
Und du kriegst eine SP dafür, Brownie. Ich bin fast stolz auf dich. Junge, hast du toll gemacht. Hast auch nur einen ganzen Reroll gekostet dafür. Aber ja, das hat geklappt. Und was war dich? Tu mal erstmal im Weg stehen. Das hat er toll. Jetzt tun wir von hier. Das Feld womöglich nicht aufrollen, weil wir keine Möglichkeit haben, genug Leute auf die Fresse zu hauen. Aber wir versuchen es trotzdem. Du, sofort hier rüber. Blockt alles, was diesem Zwerg im Weg kommen könnte. Wobei, da stehe ich scheiße. Egal, bleib da stehen. Und jetzt versuchen wir so vielen auf die Elf auf die Fresse zu hauen wie möglich. Du, komm du in der Mitte. Gib ihm. Hau ihn um. Jetzt. Hau ihn um. Mach ihn nass. Follow. Jetzt kommst du mit zwei Würfel auf den. So muss es nämlich sein. Double down, aus keinem Block. So ein Pech. Gut. Oh, Mist, der Hund kann nicht mehr angreifen. Ist egal. Die liegen schon mal im Dreck, die können nicht mehr so viel tun. Du hast den trotzdem, weil es ein Elf ist. Double down und nichts passiert. Glück gehabt, Junge. Aber es sieht gut aus. Okay, jetzt will einer hier so eine total stylische Aktion machen. Womöglich wieder zwei Würfel gegen einen. Ihr Hunde! Ihr elfischen Hunde. Ja, jetzt kann einer von denen meinen, er müsste blitzen, wenn er wollte. Wenn er denn wollte, womöglich blitzt er den. Macht er auch. Fuck you! Oh nein! Nein! Scheiße! Ich hätte so gern gehabt, dass er jetzt einfach mal selber einen frisst, aber nein. Shit! Egal, der Ball liegt. Oh nein, mach keinen Scheiß! Oh, fuck! Jetzt kommt diese Elfenblödsinn wieder. Die schicken sich ein paar Mal Ball zu und der Ball ist hier unten und ich kann nichts mehr tun. Nein! No! Ist stunned. Er hat sich jedes Mal bis jetzt rausgerettet. Er hat wirklich jedes Mal sich rausgerettet. Nicht, dass ich einmal einen Totenkopf kriege oder sowas, ne? So ein doofer Futtler. Weißt du was, Junge? Du bist so platt, mach ich dich jetzt. Erstmal, nee, du bleibst jetzt noch liegen. Kann ich dir ins Gesicht hauen, ohne dass es wehtut? Nein, kann ich nicht. Dann stellen wir dich hier oben bei. Dann klappt das auf jeden Fall. Jetzt müsste ich zwei Würfel gegen dich haben. Wenig, doch. Gut, jetzt läuft die Sache. Zwei Würfel, komm. Einmal auf die Fresse hauen. So muss es sein. Frenzy, bam. Zerlegt. Ball rollt zur Seite. Gut. Der Runner. Und der Runner läuft mal nach vorne. Brownie, gib mal Gas. Der steht im Weg. Nur ein Würfel. Scheiße. Schnell Leute dran bewegen. Aber oh, Leute dran bewegen. Steh mal bitte auf. Wir müssen den nämlich erst noch umnotzen, bevor sie meinen, sie müssen sich rumbewegen. So, du. Ihn. Sofort. Weg. Reicht. Weg. Nee, stay. Du aufstehen, bitte aufheben. Gut. Beweg dich dann bitte noch hier. Weil da vorne steht es mir ein bisschen zu gefährdet. Wir haben noch ein paar Runden. Zeit. Und du drichst auf Elfen ein. Warum nicht? Was sind Elfen? Ne? Immer weiter draufhauen. Und move follow up bitte. Weiter Leuten im Weg stehen. Kannst du jemanden hier wehtun? Warte mal, hast du nicht noch einen Blitz? Warte, du hast einen Blitz. Hier, nimm mal einen Blitz. Ist mir egal. Nimm den Blitz und setz ihn um. Nein, das ist nicht umsetzen. Das ist dumm durch Nashup bewegen. So. Stay. Fieser, beschissener Elf. Egal, wir stellen uns hier vorne außen rum. Niemand soll an diesen Kollegen hier drankommen. Niemand. Neueste Cage-Variation. Wir stellen einfach alles voll. Oh, jetzt wird's vor uns natürlich verhindert. Tu mir alles im Weg schmeißen. Alles Elfengesocks im Weg schmeißen, was sie haben. Unwahrscheinlich klappt das auch noch. Aber hey, es ist schon mal ein Punkt für uns. Wir haben einen Elfen gekillt. Das war doch ein Attentäter. Der hat's verdient. Hat doch mit dem Messer schon mich angegriffen. Oh shit. Das ist nicht euer Ernst. Guck mal, wie viele Leute hier rumstehen. Wirklich? Jetzt kriegt er Blitz, hat er gerade gehabt. Oh Mann. Nee, oder? Natürlich. Das klappt aber gerade alles irgendwo, oder?
Ja, friss es. Komm, noch ein Reroll hat er. Ein Reroll. Nee, ja, doch, ein Reroll hat er noch. Mist. Und gleich womöglich schickt er den Ball von da hinten hin bis da unten hin. Und ich kann nichts dagegen tun. Er macht noch einen Punkt. Aber wisst ihr, warte, das wird nicht passieren. Das wird einfach mal nicht passieren. Warte, das wird einfach mal. Das kommt einfach mal nicht. Aber wir haben die Blitzer nämlich am Start. Die haben erstmal Leute auf die Fresse. Ja, nur einer wieder. Dann gib ihn nach hier. Dodge. Was? Oh. Hau ihn um. Gut. Nächste. Das sieht gut aus. Stunt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Platz geschaffen. Jetzt kommst du nämlich nach hier. Nummer 1. Kannst du den einfach einmal abmurksen? Nein, kannst du nicht. Kannst du den abmurksen? Oh yeah. Aber nein, dann machen wir das vielleicht von Hinterseite aus. Nein, du kannst ihn mit einem Würfel kriegen. Ah. Dein Runner ist blockiert, das ist doof. Aber du blitzt jetzt den. Wehe dir. Wehe dir. Fuck. Das ist besser. Hau ihm mal recht einer von Latz. Schieb ihn weg. Und stay. Und stay. Nein, noch weiter weg. Okay, was stelle ich hier vor? Du musst den wegmachen. Der steht im Weg. Der steht im Weg. Der Runner muss frei werden. Das ist nicht unbedingt wegstellen. Aber okay. Nein, nicht jetzt. Fuck. Aber egal, es stehen noch ein paar Typen vorne rum. Noch ist das Ding ja nicht verloren für uns. Die sollen erstmal den Ball kommen oder lachen. Noch stehen ein paar Zwerge außen rum. Der Ball kommt weiter nach oben. Der Ball kommt weiter nach oben. Weh, du stehst jetzt auf und nimmst das einfach mit und läufst außen raus, als ob nichts gewesen wäre. Was zum Henker? Was passiert hier bitte? Das ist so beschiss. Immer dieser Elfen-Bullshit hier. Ich meine, ich stehe daneben. Hallo? Das sieht das kein oder wie? Ja, und die bewegen sich natürlich immer weiter nach unten, weil sie gleich sagen, oh, ich werde den gleich runterschicken. Oh, was soll denn schon passieren? Socks. Das ist mein letzter Reroll, ist eben das weg gewesen. Hier, shit. Ja, jetzt liegt er im Dreck. Okay. Yes! In den Staub! Okay, okay, okay. Bevor man. Ja, nee, vergiss es. Da läuft niemand mehr. Hä? Wollte gerade sagen, da läuft niemand mehr. Da will doch niemand mehr laufen. So, du musst unbedingt hier rüberkommen, bevor wir irgendwas anderes machen. Den Ball, diese Runde aufheben, wird nichts werden, aber beweg dich schon mal hier rüber, nicht, dass du schon mal stehst. Du auf der anderen Seite musst da hinkommen? Nein. Nach dahin kommen? Mit einem Würfel nur? Wirklich? Weißt du was, stellen wir oben einen dabei. Irgendwie müssen wir den Wurf besser hinkriegen. Wir müssen den Wurf besser machen. Wir müssen zwei Würfel haben gegen den, sonst klappt das bestimmt niemals. Going forward, ein Wurf. Weh, du verkackst das jetzt. Yeah. Und der hat keinen... Ich nehme das mit Block. Ich habe keinen Block. Und ich kann natürlich nicht hinterlaufen jetzt, aber ist egal. Das von Worten. Wer macht's am besten? Der Blitzer haut zu. Mit Double Down und das ist Daniel! Und ja, wir haben leider keine Nähe, die das aufheben könnte. So ein Scheiß. Okay, alle Leute, die sowas ähnliches können wie laufen und aufheben und ähnliches, geh mal schnell hier rüber. Du stellst dich sofort daneben wieder. Machst es schwerer für die Gegner, falls er auf die Idee kommt, wieder das Ding aufzuheben. Weil ich versuche das mit ihm nicht. Das ist mir zu knapp. Mit zwei Agility, das ist zu schwer. Wir stellen Ersatzzwerge vorne mit bei. Die sollen keine Chance haben. Und du stehst dich wieder hin, weil dann bist du nämlich hier für den Blitzer absolut mal jemand, der im Weg steht. Du stehst wieder auf. Du musst im Weg stehen. Und du Blitzer... Warte mal, wer von beiden hier schlimmer, wenn er ankommt? Du bist ein Blitzer und du bist kein Blitzer, deswegen stelle ich mich hier oben mit rein. Okay, okay, okay. Du stehst auch mal wie langsam sicher auf. Kann ja sein, dass du ewig hier rumliegen bleibst. Und du gehst langsam Richtung von dem Kollegen hier unten, falls der was machen will, haust du um.
Es ist Runde 14 für Lightning Fuse. Wird es klappen? Wird es klappen, dass ich die noch ausspiele und tatsächlich da oben das Ding reinkriege? Ich meine, langsam, wir bewegen uns Schritt für Schritt wirklich da hoch, aber es ist knapp. Es ist wirklich ein hartes Brot, was ich hier am Kauen bin gerade. Steinbrot, möchte ich sagen. Aber das müssten Zwerge hinkriegen. Zwerge müssen sowas hinkriegen. Wehe euch. Wehe euch, der geht jetzt einfach dahin und hebt das Ding auf, ob nichts gewesen wäre. Ja und. Nee, von hier unten kommt aber einer einfach hochgelaufen. Yes! Fucking Reroll! Das war der letzte. Der letzte Reroll dieses Spiels von dem. Meines. Unverkackt aufzuheben! Nein! Yes! Yes! Oh mein Gott! Oh, Scheiße! Wir hauen den um, schicken den zu, machen den Touchdown. Er kam hin. Junge, schaffst du das? Das können wir schaffen. Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen können. Wir haben den Ball schon. Wir machen das jetzt. Ich bin mir sicher, dass wir das machen. So, komm. K.O. Ja, raus mit dir, Penner. Elfenpenner, du. Nächster, bitte. Zwei Würfel auf dich. Das ist auch auf die Matte, Junge. Follow. Und weil du uns im Weg stehen könntest, auf dich zwei Würfel. Und wir schubsen dich einfach nur weit weg. Weil auch das reicht mir jetzt gerade. Jetzt kommt der Spielzug des Jahrzehnts. Kann ich das da hinschicken? Schafft... Ne, wir bewegen uns da. Oder wo kommt... Wir können fast da oben hinkommen, aber er müsste zweimal würfeln. Ich riskiere das lieber nicht. Ich gehe hier vorne rüber. Und passe ihm das so zu. Er muss nur fangen. Fangen, Junge, fangen. Nein. Alter. Nein. Er liegt aber noch weiter nach oben, der Ball. Wir kommen dich da dran. Und so. Wehe euch, einer hebt das Ding jetzt einfach auf. Es stehen zwei Zwerge einfach mal so daneben. Egal. Was? Nee. Jetzt neutralisiert er schon wieder meinen Typen hier vorne. Oh. Natürlich. One step and what? Natürlich kommen die immer wieder rausgelaufen. Das ist ein Elfmann, okay. Ganz ruhig. Das ist die letzte Runde. Wir müssen das Ding irgendwie aufheben und dahin hinbringen. Das heißt, hier stellt sich jetzt jemand. Nein. Hier stellt sich jetzt. Nein, hör mal auf. Du bist ein Runner. Brownie, du musst es jetzt schaffen. Du musst den Ball aufheben, darüber laufen. Alles andere ist eigentlich voll egal. Alles andere ist wirklich völlig egal. Zwei Würfel auf dich. Versuch's. Wehe, schaffst du nicht, weil dann haben wir verkackt. Das ist verkackt. Das Spiel ist vorbei, unentschieden. Wahrscheinlich. Oder die Elfen, Penner, schaffen es wirklich, das Ding einfach aufzuheben und da unten hinzuspielen. Und ich kann. Da müssten sie schon sehr viel werfen mit einer einzigen Runde. Ah, oh, so ein. Ich hasse Elfen. Ich hätte den echt, dass ich die einen von denen tot geprügelt habe. Wehe dir. Natürlich. Wie immer passen die Würfel bei denen kommen. Das ist die große Preisfrage. Kann er irgendwas noch tun? Brownie ist egal. Jetzt ist es egal, Brownie. Du hast es. Oh, ein Turnover, das letzte. Oh, damit ist das Spiel vorbei. Oh, no, my mistake. He's on the ground. Kein Elfen-Bullshit mehr. Really boring. Ich fand das nicht boring. Wir haben einen Elfen gekillt. Hör mal auf, das schlecht zu reden. Jawohl. Wir haben XP gekriegt, für was auch immer. Und wir haben Geld gekriegt. 60.000. Nehme ich. 200.000 Gold. Und ihr wisst, was das heißt. The fucking Deathroller kommt nächstes Mal dazu. Yay. Ja, okay. Immerhin, du warst irgendwo dabei, ne? Bist bestimmt der erste, der K.O. geschlagen wurde oder so. Weil, keine Ahnung.
Penner. Der ist natürlich Level gestiegen, war klar. Lasst uns aber mal kurz einen Blick drauf schmeißen, weil ich habe den Eindruck, dass hier vielleicht jemand Level gestiegen ist. Vielleicht. Habe ich falsch gedacht. Die sind alle kurz vor Level up. Und der hat noch gar nichts getan in seinem Leben, wie der aussieht. Ah, so dicht. So dicht. Wir hätten es verdient. Wir hätten es verdammt nochmal verdient. Okay, wisst ihr was? Ich hole uns erstmal einen Deathroller. Auf den Schreck. Auf den Schreck erstmal einen Deathroller holen. Deathroller? Wir nennen ihn natürlich Butcher. Wir müssen so einen geschickten Bart haben. Ne, das sieht doof aus. Einen roten Bart mit Glatze. Für die Aggression, die er in sich trägt und seinen Bierkrug vor sich her schaukelt. Jawohl. Butcher ist da. Boom. Nun wird. Ja, ja. Purchase. Confirm. Jetzt können wir erstmal einen raushauen, und das ist der Death Roller. Der absolut finsterste Charakter im ganzen Spiel. Leider ist auch der kurzlebigste, also in Anführungsstrichen, der wird immer rausgeschickt ständig. Aber der ist total pervers. Allein schon, was für Fähigkeiten der hat. Nur mal kurz mal zum drüberlinsen. Break Tackle! Er kann rauslaufen und einfach mit Stärke würfeln, anstatt mit Agility, wenn er wo rauslaufen will. Dirty Player! Ja, der kriegt einen Bonus, wenn er da jemand voll am Boden und es wird auch tun. Juggernaut! Also, if this player takes a blitz, wenn jemand ihn anblitzen will und er wird geschubst oder hier Double Down oder sowas. Ne, Quatsch, wenn ein Double Down Ergebnis kommt, wird er nur rumgeschubst, dann wird er nicht niedergeschlagen. Er hat gesagt, nö, gewinnt nicht. Mighty Blow, er verletzt Leute besser. No Hands, er kann den Ball schlecht schleppen. Ist klar, warum. Ich meine, eine Hand am Hebel oder was, der Fuß, egal, und eine Hand an der Big Hook, ist klar, er hat keine Hände frei für den Ball, ist logisch. Er ist ein Secret Weapon. Sobald wir einmal einen Punkt erzielt haben oder generell einmal quasi auch Leute K.O. wären, aufstehen dürften in dem Zusammenhang, wird der als Secret Weapon enttarnt. Den Goblins fällt plötzlich auf, dass das ein riesengroßer Death Roller ist und deswegen im Firmfeld geschickt. Und natürlich das Stand Firm. Also da gibt es viele Sachen. Ich glaube, wenn er geschubst wird und ähnliche Sachen passieren, dann bleibt er verstehen und sagt dann, lol, nee, ist nicht. Und er ist leider Loner. Das heißt, wenn ich mich völlig vertue, Rerolls bei ihm klappen nicht so geil. Ich sollte also höllisch aufpassen, was ich mit ihm anstelle. Ich kann das, glaube ich, auch nicht loswerden. Also Team Rerolls darf er nicht benutzen. Das heißt, man wollte theoretisch dürfte ein Pro benutzen dann? Werden wir dann sehen. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber für diesmal war es das erstmal wieder für Blood Bowl 2. Wir haben unser Team-Rating auch krass nach oben gewertet wegen dem Kerl. Aber das ist egal. Das ist in meiner Meinung völlig egal. Das war erstmal Blood Bowl 2. Wir haben einen Elfen gekillt. Bam! Und das ist, glaube ich, das Wichtigste des heutigen Tages. Auch wenn es unentschieden war. Das ist völlig egal. Pah, lächerlich. Puh. Go. Okay, das war es erstmal wieder für heute. Wie immer, danke fürs Zusehen und fürs Ohren zuhalten zwischendurch. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Blood Bowl 2. Bis dann und tschüss.